lebt Wasser? Bei der Geburt besteht der menschliche Körper zu 95% aus Wasser. Krass, bei Geburt sind es 95%? Doch neben dem, was man über Wasser im Mainstream erfährt, gibt es Erkenntnisse, die nicht überall zu hören sind. Wasser, das vor dem Fernseher, vor der Mikrowelle oder an einem Handy stand, zeigte zerstörte Strukturen, ohne jegliche Harmonie. Was? So langsam sollten wir vielleicht an das Übernatürliche glauben. Natürlich. Der Zustand des Wassers ist nicht fix, sondern immer beeinflussbar durch Worte, Gedankenkraft, Emotionen und bestimmten Frequenzen. Es geht nicht darum, dass Wasser oder Reis ein Wort versteht, aber es kann die Schwingung dieses Wortes verstehen. Nicht nur Musik, sondern auch Worte haben bestimmte Schwingungen. Diese Schwingung ist beigebracht von der Natur und die Natur kann diese Schwingung verstehen. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stone. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights mal wieder. Ich grüße euch, meine lieben Freunde. Danke für den Support in letzter Zeit. Danke für die ganzen lieben, herzlichen Kommentare. Lasst auch jetzt gerne wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentärchen. Ich wäre euch auf jeden Fall extrem dankbar. Und wir gehen jetzt in die nächste Reaction rein. Und zwar heißt das Video, passt zu der Reaction vorher, wie die Reaction vorher geendet hat. So fängt diese Reaction jetzt an. Und zwar heißt das Video, lebt Wasser? Masaru Emotos Erkenntnis über Wasser. Für alle, die mich schon länger verfolgen, jetzt vor allen Dingen hier auf diesem Kanal, die wissen, dass eine der ersten Reactions, seitdem ich wieder Vollgas gebe, war die Dokumentation über Wasser. Und das ist eine der heftigsten Dokus, die ich mir jemals reingezogen habe. Und deswegen bin ich auch jetzt sehr gespannt, was dieses Video hier jetzt mit sich bringt, weil das Thema Wasser auf jeden Fall eine spannende Geschichte ist. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. Let's go. Bei der Geburt. Digga, Kinder, das ist pure Liebe. Siehst du das? Ich will auch. Besteht der menschliche Körper zu 95% aus Wasser. Krass, bei Geburt sind es 95%? Erwachsener besteht zu 70% aus Wasser. Nach einer medizinischen Faustregel überlebt der Mensch 3 Wochen ohne Essen, aber nur 3 Tage ohne Wasser. Die gesamte Erdoberfläche besteht zu mehr als 70% aus Wasser. Wenn wir auf fremden Planeten nach außerirdischem Leben suchen, suchen wir zuerst nach Wasser. Die einzige chemische Verbindung, die von Natur aus in allen 3 Aggregatzuständen flüssig, fest und gasförmig vorkommt, ist Wasser. Das ist krass. Wasser ist was sehr, sehr Besonderes. Die Bedeutung von Wasser für unser ganzes Leben ist... Wasser ist Leben, Digi. Wasser ist Leben. Weißt du, wie ich meine so? Es ist wirklich so. Und ich habe auch eine heftige Verbindung zu Wasser. Auch wenn ich ins Wasser reingehe, zum Beispiel ins Meer. Das ist so mächtig, das ist so powerful, das gibt mir so viel. Wenn ich im Wasser bin, dann will ich nicht mehr raus. Also ich könnte wirklich den ganzen Tag im Wasser verbringen. Tschüss. Ist allen längst klar. Doch neben dem, was man über Wasser im Mainstream erfährt, gibt es Erkenntnisse, die nicht überall zu hören sind. Diese sind aber teilweise von größerer Bedeutung für das gesamte Bild. Der gute alte Mainstream, wa? Wir von dieser Welt haben. Masaru Emoto, verstorben im Jahre 2014, war ein japanischer Wissenschaftler und Alternativmediziner. Zudem war er Präsident von verschiedenen naturwissenschaftlichen Instituten. Ursprünglich studierte er Politikwissenschaften an der Städtischen Universität Yokohama und schloss eine Ausbildung als Alternativmediziner an der International Open University ab. Seit Anfang 1990 beschäftigte er sich intensiv mit Wasser. Diese Beschäftigung führte im Nachhinein zu einer ganz neuen Denkweise über dieses Medium. Seine Experimente zeigten, so unfassbar es auch klingen mag, dass Wasser... Er war ja auch Teil von dieser Dokumentation über Wasser, die wir uns reingezogen haben, ne? ...auf Gefühle und Gedanken reagierte. Er beschriftete mit Wasser gefüllte Flaschen mit positiven und negativen Wörtern. Danach wurde das Wasser gefriert, fotografiert und beurteilt. Wasser, das mit positiven Gedanken beschriftet worden war, zeigte vollkommene Eiskristalle. Wasser mit negativen Gedanken zeigte stets unvollkommene und missgebildete Eiskristalle.
Er setzte sich intensiv mit einem möglichen Zusammenhang zwischen der Qualität des Wassers und dem Aussehen der Eiskristalle auseinander. So zeigten Ergebnisse, dass weiterhin Musik Einfluss auf die Formation der Eiskristalle hatte. Mozart, Chopin oder Bach erzeugten helle Kristalle. Bei Heavy Metal gab es eine wirre Formation, als wären die Kristalle auseinandergebrochen. Wasser reagiert scheinbar auf Heavy Metal it out, man. Auch nicht wirklich geile Vibes, wenn man Heavy Metal hört, wenn man ehrlich ist, oder? Und die Jungs, die das hören, die sehen auch immer relativ, die sind doch, die sind doch schwarz, so schwarze Fingernägel und ziehen sich so schwarz und so an, ne? Frequenzen. Mit anderen Worten, es speichert Informationen ab. Das, was immer behauptet wurde, konnte nun auch, erstmal optisch, nachgewiesen werden. Und zwar, dass Wasser nicht immer gleich Wasser ist. Stadtwasser war matt und nur einfach geformt und sogar ohne jegliche Struktur. Quellwasser dagegen zeigte leuchtend symmetrisch geformte Kristalle. Im Gegensatz zu krankem Wasser bildet gesundes Wasser sechseckige Kristallstrukturen, findet Emoto heraus. Gesund bedeutet Quellwasser oder Wasser, das mit Liebe und Dankbarkeit behandelt wurde. Leitungswasser oder Wasser, das Gifte enthält, ist dagegen nicht gesundes Wasser. Auch die Beschallung mit bestimmter Musik, wie zum Beispiel Heavy Metal, konnte das Wasser krank machen. In späteren Versuchen stellte er auch fest, dass elektronische Geräte einen zerstörerischen Effekt auf das Wasser haben. Wasser, das vor dem Fernseher, vor der Mikrowelle oder an einem Handy stand, zeigte zerstörte Strukturen, ohne jegliche Harmonie. Krass. Krass. Das ist wild mit dem Handy, Mikrowelle, diese ganzen Geschichten, Freunde. Die meisten Menschen merken keinen Unterschied zwischen natürlich reinem Wasser und künstlich bereinigtem Wasser. Wasser kann natürlich bereinigt und mit Mineralstoffen versetzt sein, sodass es uns nicht schadet. Aber der energetische Zustand, dessen Einfluss auf uns wir noch nicht richtig kennen, könnte sehr schwach sein. Es gibt viele Indizien dafür, dass dieser energetische Zustand, gemessen in verschiedener Art und Weise, viel bedeutender für uns und unsere Umwelt ist. Seit rund 100 Jahren wissen wir, dass alles Energie ist. Immer mehr enttarnen sich esoterische Denkweisen als höchst wissenschaftlich. So langsam sollten wir vielleicht an das Übernatürliche glauben. Fühl ich. Ist geil, dass sich dieses Wissen immer weiter verbreitet, ne? Geil, Mann. Wir müssen das Mainstream machen, meine lieben Freunde. Emotos Arbeiten sind heute in 45 Sprachen übersetzt worden. Ich glaube, die Wasserdokumentation, die wir uns reingezogen haben, vor ein paar Monaten, vor zwei, drei Monaten, die hat jetzt auch, glaube ich, 50.000, 60.000 Aufrufe. Das ist schon geil. Also feiere ich, dass dieser Content sich halt auch verbreitet, so. Ne? Zwischen diesen ganzen anderem Content, der so hauptsächlich auf YouTube stattfindet, dass unser Content und auch von ein, zwei anderen Creatern, die in diese Richtung tendieren, einfach auch immer, also eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt und gefühlt auch immer mehr Nachfrage auch da ist für solche Themen, oder? Seine Ergebnisse gelten heute immer noch als Anreiz für weitere Forschungen. Immer mehr wird akzeptiert, dass es einen viel komplexeren Zusammenhang zwischen Wasser und unserer Umwelt gibt. Der Zustand des Wassers ist nicht fix, sondern immer beeinflussbar durch Worte, Gedankenkraft, Emotionen und bestimmten Frequenzen. Ganz zu schweigen davon, wie sehr nochmal die Wichtigkeit von positiven Worten, Gedanken, Gefühlen und positiver Aura zum Ausdruck kommt. Seitdem ich mir diese Dokumentation reingezogen habe, sage ich regelmäßig zu meinem Wasser, dass ich es liebe und ich küsse auch die Flaschen so. Auch Coconut Water und so. Einfach so, weil ich, ja, daran wirklich glaube. Geht es hier um viel mehr. In Folge 60 und 61 haben wir über die Aura geredet. Dabei haben wir uns Experimente angeschaut, in denen auch die Aura von Pflanzen durch Emotionen und Gedanken beeinflusst wurde. Da habe ich auch ein Video zugesehen mit Pflanzen, Emotionen, Gedanken und so. Pflanzen, das müssen wir uns auch nochmal reinziehen, Freunde. Hinzu kommt nun diese Fähigkeit des Wassers, was auch für Pflanzen von großer Bedeutung sein muss. Wir hatten uns die Experimente von Professor Dr. Korotkow angeschaut. Er beschäftigte sich unter anderem mit der energetischen Aktivität von Wasser und stellte fest, dass die positiven und negativen menschlichen Emotionen den stärksten Einfluss auf Wasser hatten.
Er entnahm eine einzigartige Wasserprobe aus Venezuela von einer Wasserquelle. Da, Bro, ich bin nicht mehr weit weg von da. Also zu dieser Wasserquelle, da habe ich mit meiner Mutter schon drüber geredet. Diese Wasserdokumentation ist auch echt eine Doku, die sich auch fast jeder reingezogen hat, der mich auch immer wieder konfrontiert so. Mit meinem Content sagt immer, ey, das Wasserding war krass und so. Und meine Mom hat auch gesagt, du musst auf jeden Fall mal nach Venezuela zu dieser Quelle. Noch nie mit Menschen in Kontakt gekommen ist. Mit einem Gerät, welches auf Basis der Kilian-Fotografie entwickelt wurde, konnte er die Energetik von Wasser messen. Das Wasser aus Venezuela war 40.000 Mal energetischer als gewöhnliches Wasser. 40.000 Mal energetischer, gib dir das mal. Bro, 40.000 Mal. Nicht 10 Mal, 2 Mal, 3 Mal, 100 Mal, 200 Mal, 1.000 Mal, 4.000 Mal, 40.000 Mal, Bro. Krass, ey, ich will da wohnen an dieser Quelle. Sag ich dir ehrlich. Der Internist Dr. Knut Pfeiffer aus München betrachtet den Menschen als energetische Wesen und sieht die Knuti-Vibes über die Betrachtungsweise neue Heilungschancen. Unter anderem kam er mit dem sogenannten Semsem-Wasser in Kontakt, welches das heilige Wasser für Muslime ist und aus einem Semsem-Wasser, noch nie gehört. Brunnen im Hof der großen Moschee in Mekka stammt. Er fand krass, okay, neue Infos, meine lieben Freunde, fühle ich. Interessantes über dieses Wasser heraus. Als er durch einen Freund zufällig Semsem-Wasser in seiner Praxis hatte, schaute er, ob er bei Menschen, die dieses Wasser tranken, eine Veränderung beim Energiehaushalt beobachten konnte. Er testete 60 Menschen dafür. Alle reagierten auf dieselbe Weise. Pfeiffer erzählt, dass im Gegensatz zur Münchner Leitung nach Mekka, da will ich auch mal hin. Eine heftige Energie da. Wow. Wasser, Semsem-Wasser den Menschen enorm energetisiert, wohingegen die anderen Substanzen Energie geraubt haben. Das Münchner Leitungswasser sei chemisch betrachtet sehr rein, doch energetisch eine Katastrophe, das geradezu die Energiefelder zerstört. Pfeiffer glaubt, dass in Zukunft eine völlig neue Medizin entstehen wird, weil die Menschen sich mit der Energie beschäftigen werden. Der energetische Unterschied zwischen Semsem-Wasser und normalem Wasser hat ihn fasziniert. Nun müsse man mehr darüber forschen, wo das Wasser genau herkommt, etc. Ja, das ist auch, wenn das in Mekka ist, weißt du, wie viele Leute da hingehen auf eine spirituelle Reise, um da halt dann, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, wenn man da nach Mekka geht und sowas, ist ja eine Pilgerreise, so, weißt du, wie viel Energie und wie viel positive Ladung und etc., weißt du, wie viel da ist energetisch allein, und ich glaube, das hat einen riesen Effekt auch auf das Wasser, was von da dann kommt, so, weißt du. Und wie er gesagt hat, es muss definitiv so kommen, dass in der Zukunft die Leute sich noch mehr mit Energien beschäftigen, mit Frequenzen beschäftigen, mit dem Göttlichen beschäftigen und verstehen, dass das alles einen Einfluss auf Materie auch haben kann. Und dass man sich halt mit Energie ja auch heilen kann und ganz viele andere Geschichten auflösen kann, weißt du? Und deswegen hoffe ich, dass das auch bald mal auch mehr akzeptiert wird in der westlichen Welt. Aber ich glaube, es gibt auch extrem viele Kräfte, die da dagegen arbeiten, weil, ja, es gibt halt genug Industrien, die mit dem Nichtwissen dieser Sachen sehr viel Geld verdienen. Auch glaubt er, dass das Wasser auf dem Weg nach München Energie verloren hat und es in Mekka einen sogar noch viel größeren Effekt hätte. Ja, safe. Lest ihr das noch vor? Auch Emoto forscht über Samsam-Wasser und sagte dazu, Samsam-Wasser unterscheidet sich durch Eigenschaften, die es im normalen Wasser nicht gibt. Wenn Sie einen Tropfen Samsam-Wasser in 1000 Tropfen gewöhnliches Wasser hinzufügen, bekommt es die Eigenschaft von Samsam-Wasser. Wow. Samsam it in, man. In der Bibel geht es in den ersten Zeilen um Wasser. Im Islam spielt Wasser bei der Schöpfung eine große Rolle. Es gibt die rituelle Waschung bei den Religionen. Beispielsweise auch das Gebet vor dem Essen macht nun wissenschaftlich Sinn, denn wir wissen nicht präzise, wie die verschiedenen Kristallstrukturen auf uns wirken. Ist auch eine Routine, die ich jetzt mittlerweile auch schon seit bestimmt über 4 Jahre mache, so. Vor jeder Mahlzeit lange beten. Minuten, so.
und mich erstmal bei Gott bedanken, dass ich was zu essen auf dem Tisch habe wieder. Und dann mich aber auch explizit bei dem Wasser und bei dem Trinken, was ich dazu habe, bedanken. Und ich glaube, das hat auch einen energetischen Effekt auf das Essen und auf das Trinken. So, ist einfach so. Bismillah. Geil. Bismillahirrahmanirrahim, ne? Wir machen uns nochmal klar, zu wie viel Prozent unser Körper, unser Planet und das ganze Leben aus Wasser besteht. Dann verstehen wir, wie wichtig es ist, Wasser zu verstehen. Doch vielleicht ist Wasser nur das erste Kapitel eines ganzen Buches, in dem es um einen tiefen Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Umwelt geht. Emoto sagte etwas sehr Interessantes. Es geht nicht darum, dass Wasser oder Reis ein Wort versteht, aber es kann die Schwingung dieses Wortes verstehen. Nicht nur Musik, sondern auch Worte haben bestimmte Schwingungen. Diese Schwingung ist beigebracht von der Natur und die Natur kann diese Schwingung verstehen. Geil. Professor Korotkow glaubt, dass Jesus mit der ihm verliehenen spirituellen und göttlichen Kraft Einfluss auf die Struktur des Wassers nehmen konnte. Aus heutiger Sicht ist es nicht unvorstellbar, auf spirituelle Art und Weise Einfluss auf das Wasser nehmen zu können. Jesus, heftiger Typ auf jeden Fall. Geil. Fühle ich das Video auf jeden Fall. Skü. Dabei ist alles. Geiles Video, Alter. Wasser it in, man. Ich schwör's dir. Richtig, 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 richtig geil. Richtig geil.